Die Schulzeit ist vorbei, man hat das Abi in der Tasche und das bedeutet auch umziehen. Vom Schulhof auf den Campus. An der Uni Jena liegt alles nahe beieinander. Perfekt also, um sich schon vor Studienbeginn vor Ort über alles zu informieren. Vielleicht geht es dir ja auch wie Lisa. Denn Lisa will Wirtschaft studieren. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Uni Jena bietet mit 18 verschiedenen Lehrstühlen ein facettenreiches Studium mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wenn du dir noch nicht sicher bist, welcher Schwerpunkt zu dir passt, dann besuch einfach den StudyFox der Fakultät und beantworte ein paar Fragen. Er wird dir sagen, welcher Studiengang für dich geeignet ist und in welche Vorlesung du mal reinschnuppern solltest. Wir hatten es ja auch schon in der letzten Stunde durchaus in der Maschinenbelegungsplanung, kann man dieses Problem immer mal wieder treffen. Das ist halt ein Kernproblem. Ein wichtiges Forschungsprojekt, mit dem wir uns halt am Lehrstuhl beschäftigen, sind die sogenannten Ameisenalgorithmen. Das hört sich jetzt erstmal etwas überraschend an, dass man sowas in den Wirtschaftswissenschaften wiederfindet. Hat sich aber gezeigt, dass das keine Spielerei ist, sondern halt damit sich auch sehr erfolgreich Optimierungsprobleme lösen lassen. Diese Ameisenalgorithmen werden von Logistikunternehmen eingesetzt, zum Beispiel großen Speditionen, die damit ihre Auslieferungstouren optimieren. Aber prinzipiell sind Ameisenalgorithmen nicht daran gebunden, sondern können überall eingesetzt werden. So werden sie auch zum Beispiel in großen Umschlaghäfen eingesetzt, um die Entladung von Schiffen zu optimieren, dass man halt möglichst schnell diese riesen Schiffe von den Containern löschen kann. Auch dafür lassen sich Ameisenalgorithmen einsetzen. Lesen Sie sich das einfach mal durch, Ameisenalgorithmen schon mal immer gebraucht. Die offene Atmosphäre zwischen Professorin und Studenten zeigt, dass die Lehre an der Fakultät großgeschrieben wird. Sie legt Wert auf eine breite und wissenschaftlich fundierte Ausbildung. Dabei gibt es für Studenten auch im Bereich der Forschung vielfältige Möglichkeiten, sich an interessanten Projekten zu beteiligen. Wir betreiben Wachstumsforschung und Gründungsforschung. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, warum sich bestimmte Regionen relativ gut entwickeln und warum sich andere Regionen relativ schlecht entwickeln. Und dazu führen wir im Augenblick gerade eine KATI-Befragung durch, eine Telefonbefragung von Gründern. Unsere Telefoninterviews werden von Studenten durchgeführt, die dafür natürlich auch entlohnt werden. Die werden von uns angeleitet, geschult, wie man solche Interviews führt. Und wir haben, glaube ich, 30 oder 40 Studenten unter Vertrag, die also stundenweise solche Interviews im KATI-Labor führen. Vom Campus der Uni Jena kann man während eines Wirtschaftsstudiums natürlich auch mal den Campus einer Uni im Ausland besuchen. Unsere wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hat ihr eigenes internationales Büro. Das heißt, wir helfen den Studenten bei der Bewerbung, gerade wenn es darum geht, Formulare auszufüllen. Wir beraten sie individuell und es gibt auch eine finanzielle Unterstützung, gerade bei den Partnerhochschulen im europäischen Ausland. Also wir bieten zum Beispiel ca. 200 Studienplätze an, das auf 50 Partneruniversitäten im Ausland verteilt. Ein Auslandsstudium zusammen mit praktischen Erfahrungen sind natürlich die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung. Unsere Fakultät hat da einen Alumni-Verein, der den Studenten natürlich bei der Vermittlung von guten Praktika hilft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, was man mit einem Wirtschaftsstudium später mal machen kann. Das können dir die Absolventen der Fakultät bestimmt am besten beantworten. Ich habe mich schon sehr früh für Industrieunternehmen, für Vertrieb interessiert. Und insofern lag es für mich nahe, nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Industriekaufmann Betriebswirtschaft zu studieren. Mit dem Ziel, eine Managementkarriere anzustreben. Ich halte nach wie vor das wirtschaftswissenschaftliche Studium als ein sehr gutes Studium, um sich langfristig auf ein Berufsleben vorzubereiten und immer wieder neuen Anforderungen gegenüber gewappnet zu sein.
Meine Tätigkeit ist eher so ein bisschen die administrative, Vertrieb, Buchhaltung, also alles, was ich aus dem Wirtschaftsstudium dann auch wieder mitgenommen habe. Marketing, Theorien und ganz oft sind dann im praktischen Berufsleben so Aha-Effekte dabei, welche BWL-Theorien jetzt tatsächlich auch mal tragen. Insofern ist auch während des Studiums ganz sicher ein Praktikum schon angeraten, damit man so ein bisschen das Theoretische auch versteht. Ja, nach meinem Studium stand ja dann die Frage, ja, was tut man jetzt? Man kann sich natürlich bewerben bei Unternehmen. Bei mir war es dann so, dass ich schon während des Studiums eigentlich gemerkt habe, okay, ich habe sehr viel Spaß an Dingen, die ich irgendwie erforschen kann. Also sei es in Übungsaufgaben, die man ja neben der Vorlesung auch bearbeiten muss, wo wir dann zum Beispiel in der Vorlesung selbst Datensätze bekommen haben, die wir erforschen konnten. Das hat mir dann schon sehr viel Spaß gemacht. Und während meiner Abschlussarbeit hatte ich dann intensiven Kontakt mit dem Lehrstuhl und auch war in einem Forschungsprojekt eingebettet und habe dann sofort gemerkt, das macht mir wirklich sehr großen Spaß, hier eigenverantwortlich Sachen wirklich auf den Grund zu gehen, und habe dann im Endeffekt beim Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik nachgefragt. Ja, dann habe ich dann diese Doktorandenstelle bekommen und bin sehr froh darüber. Lisa weiß jetzt Bescheid. Wenn du noch Fragen hast, besuch einfach unsere Homepage oder informier dich vor Ort. Bestimmt führt dich dein Weg dann auch vom Campus in die Wirtschaft.